Ich fasse mal ganz grob zusammen. Es braucht Kirche in der Stadt Bern. Sie hat ihren Platz und es gibt da ein paar Dinge, die man dann inhaltlich vielleicht noch anschauen müsste. Aber vor allem geht es um Strukturen, die verändert werden müssen. Da ist Sparen ein großes Thema, sowohl auf Kantonsebene wie auf Stadtebene. Die Kirche, die braucht es. Aber mir kommt es manchmal so vor, wie eine Unternehmung, die hat Kundschaft und plötzlich läuft die Kundschaft davon. Und dann muss man sich Gedanken machen über die Produkte und vielleicht eine Produktanpassung vornehmen. Die, die etwas machen wollen, die sollen das natürlich machen dürfen. Man soll ihnen auch Räume zur Verfügung geben. Wir können ja nicht die Kirche zur Disco machen, denn die Kirche ist keine Disco, sie ist eine Kirche. Und wenn wir versuchen, uns irgendwie cool zu geben, und wir sind es nicht, die Jungen spüren das. Kirche ist eine solidarische Kirche. Dafür braucht es sie ganz stark. Die Gesamtkirchengemeinde setzt sich wie andere Kirchgemeinden und Kirchen ein für Benachteiligte. Ich freue mich darauf, dass wir diesen Weg müssen miteinander gehen. Und ich bin wirklich gespannt darauf, auch da an diesen Punkten weiter miteinander zu ringen. Ich glaube, da gibt es noch viele spannende Projekte und viele spannende Fragen, die wir wirklich nur gemeinsam lösen können. Also der ganz Ursprung ist im Strukturdialog. Das heißt, das ist das, wo wir zusammen müssen schauen, wie wir die Stadtbernische Kirche neu organisieren wollen. Und dort haben wir Befragungen, sogenannte Hearings. Wir haben Hearings Anfang Februar mit allen Kirchgemeinden. Und das Kirchenfest ist eigentlich ein zweites grosses Hearing. Mit den Leuten auf der Straße, mit denen, die vielleicht nicht unbedingt die Kirche anrufen, sondern auch mit den Kirchenfreunden mir den Himmel, steht auch in der Bibel drin, vor als eine riesige Festarena, wo der Wein im Überfluss fließt, noch mehr als im Wallis, wo es ja diese Überproduktion gibt. Ja? Und es ist Freude. Ja, schaut doch die Gleichnisse im Neuen Testament an. Ja,
Evangelium, frohe Botschaft. Ich lebe gern, habe Freude dran. Heute bin ich hier, ist großartig. Aber ich habe eine große Sehnsucht nach diesem Himmel. Und jetzt aber, weil wir hier immer geerdet sein wollen, ist wichtig, dass wir immer schon mal Vorgeschmack geben, auch anderen Leute, wie der Himmel sein könnte. Dass wir sagen, jetzt bereite ich mal jemanden so einen kleinen Himmel auf Erden. Jetzt überrasche ich ihn mal positiv. Jetzt verhalte ich mich mal ganz anders, als man es denkt. Ich war selber erstaunt, dass es so viele verschiedene Kirchen gibt. Genau, weil ich halt nicht so enorm viel kennt. Jetzt denke ich, kenne ich viel mehr. Ich finde es sehr, sehr lebendig, sehr abwechslungsreich, sehr kreativ. Der Name Himmlische Stadt hat jemand erfunden, ich weiß nicht wer genau mehr, aber die Idee ist im OK, glaube ich, entstanden. Und die Himmlische Stadt soll ein positives Bild von Bern zeigen, das Bezug hat zu einem Bild in Offenbarung, wo quasi Gott in die Stadt selber runterkommt und sich quasi unter den Menschen zeigt. Und das ist ein schönes Bild, finde ich, das sagt, Gott ist nicht in einem Gebäude oder nicht in bestimmten Berufsgruppen. Gott ist unter den Menschen, wenn sie ihn können und wollen wahrnehmen. In meiner Traumstadt ist es wie im Schlaraffenland. Alles ist aus schwarzer Schokolade gebaut. Alle Menschen sind freundlich zueinander. Es gibt keine Reichen.